zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, danke für die Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Es wurde soeben vom Rednerpult, aber auch in einer Erklärung, es wird hier der Herr Abgeordnete Trotzter zitiert, vieles über den Inhalt aus dem gestrigen Nationalen Sicherheitsrat erzählt. Mir ist immer bekannt gewesen, dass der Nationale Sicherheitsrat unter Verschwiegenheit liegt. Ich bitte daher den Präsidenten zu prüfen, ob die Aussagen, die hier getätigt worden sind, diese Verschwiegenheit gebrochen wurde. Das hat deswegen mit der Geschäftsordnung zu tun, weil wir uns hier herinnen sehr wohl auch an die Gesetze halten, wo der Parlamentarismus nämlich im Nationalen Sicherheitsrat vertreten ist. Ein Zwischenruf zur Geschäftsordnung vom freiheitlichen Clubobmann Walter Rosenkranz. Jetzt die Wortmeldung des Innenministers. Machen.